In diesem Video erkläre ich die Zusammenhänge von Proxy-Dateien im Multikamera-Editor. Und zwar geht es darum, ich habe jetzt hier ein Projekt erstellt im Multikamera-Editor. Wie das genau geht, habe ich in diesem Video hier erklärt. Ich habe hier vier Kameras miteinander synchronisiert und geschnitten und beim Bearbeiten, also beim Abspielen dieses Videos, läuft das sehr zäh, ist eigentlich fast nicht zu gebrauchen. Also das ruckelt so stark, dass ich gar nicht richtig schneiden kann. Jetzt gibt es in Pinnacle Studio 20 eine Möglichkeit, sogenannte Proxy-Dateien zu erstellen. Man sieht das hier auch sehr gut. Hier ist ein grüner Balken und hier ein oranger Balken. Jetzt werden diese vier Videoclips in eine Qualität umgerechnet, die relativ schlecht ist, aber dadurch dann sehr einfach und schnell bearbeitet werden kann. Also sobald alle diese Clips umgerechnet sind und hier oben grün sind, kann ich dann ja ziemlich flüssig dieses Projekt bearbeiten. Es macht also Sinn, diese Berechnung zuerst abzuwarten, bevor mit dem Schnitt begonnen wird. Hier oben über das Zahnrad kann man diese ganzen Proxy-Dateien verwalten. Und zwar gibt es hier unter Smart Proxy Manager verschiedene Einstellungen. Zum einen habe ich die Funktion einmal aktiviert. Das empfehle ich, außer man hat wirklich einen wahnsinnig schnellen PC. Ich habe hier eigentlich einen genug schnellen PC, aber trotzdem ist es sehr langsam. Also das heißt, ich würde Smart Proxy Funktion einmal aktivieren. Und dann gibt es hier einen Smart Proxy Datei Manager. Hier drin werden dann alle Clips aufgelistet, die umgerechnet werden. Weil dieser erste Clip noch nicht fertig ist, ist in dieser Liste auch noch nichts drin. Wir schauen dann später nochmals rein. Dann gibt es noch die Option Smart Proxy Warteschlangen Manager. Hier werden die Clips aufgelistet, die umgerechnet werden müssten. Hier die aktuelle Datei, das ist die oberste, 6737. Die ist praktisch fertig, werden wir auch später nochmals reinschauen. Und jetzt gehe ich mal auf die Smart Proxy Einstellungen. Hier kann ich nämlich eigentlich nur zwei Sachen auswählen. Einerseits, wann sogenannte Proxys erstellt werden. Also ich kann zum Beispiel sagen, es soll immer eine Proxy-Datei erstellt werden. Da kann ich die kleinste Auflösung auswählen oder halt nur, wenn ich Full-HD-Videos habe. Da musst du vielleicht selber mal rausfinden, was sinnvoll ist. Ich lasse das mal so bei 1280x720, weil ich das kleinere Filmformate gar nicht aufzeichne. Ich möchte aber gerne diese Proxy-Funktion verwenden, weil es dann halt eben viel flüssiger funktioniert. Hier kann ich noch einen Ordner wählen, wo diese Dateien temporär gespeichert werden. Die kann ich im Prinzip jederzeit löschen, ohne Konsequenzen. Es löscht mir nichts vom Projekt. Allerdings muss ich die einfach neu berechnen lassen, wenn ich dann weiter schneiden möchte. So, diese Datei ist jetzt gerade fertig geworden und wir schauen einmal hier zum einen in die Warteschlange rein. Da sind jetzt nur noch drei drin, vorher waren es vier und der ist jetzt an dem Clip 444 dran, das ist der zweite am Umrechnen. Das ist okay so. Ich könnte auch einzelne abwählen und sagen, mach mir für diese keine Umwandlung, was jetzt nicht sinnvoll wäre. Im Smart Proxy Datei Manager sehe ich jetzt, dass die erste Datei bereits umgerechnet ist. Die hat da so eine Endung UPX, ist so und so groß, muss mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Ich könnte diese aber im Prinzip löschen und einfach neu erstellen lassen, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt mit diesen Dateien nicht. Aber grundsätzlich brauche ich die nicht zu löschen, außer ich möchte wieder Festplattenspeicher freigeben. So. Also ich warte jetzt, bis diese Dateien alle berechnet sind, so dass ich dann wirklich flüssig mit diesem Projekt arbeiten kann. Auch wenn ich das jetzt abspiele, ist das einfach immer noch zu zäh und ich muss wirklich warten, bis diese temporären Dateien erstellt wurden. So, der letzte Clip von diesen vier ist bereits schon fast umgerechnet, aber wenn ich jetzt einmal diese Sequenz hier abspiele, dann sehe ich, dass alle vier Videos sehr flüssig wiedergegeben werden können, ohne dass es ruckelt. Also ich hätte jetzt ohne diese Proxy-Funktion gar keine Chance, meine Videos so hier zu schneiden. Man sieht auch, dass die Qualität reduziert ist. Hier ist so ein bisschen verpixelt, aber das ist völlig egal jetzt für diesen Proxy-Schnitt. Denn wenn ich dieses Projekt auf der Timeline verwende, wird natürlich dann die gute Qualität genommen, also die Originalqualität und nicht diese umgerechnete schlechte Qualität.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch bitte auf den Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. In diesem Video zeige ich die Multikamera-Editor-Funktion von Pinnacle Studio 20. Ich habe hier in der Bibliothek 4 Videoaufnahmen von derselben Szene, also mit 4 Kameras, dasselbe aufgenommen. Und ich kann jetzt mit der Multikamera-Editor-Funktion diese so synchronisieren und dann sehr bequem schneiden,